Das hier ist die SR-71 Blackbird von Lockheed. Dieses strategische Aufklärungsflugzeug wurde während des Kalten Kriegs entwickelt und sollte höher und schneller fliegen als alle anderen Jets. Und heute, 55 Jahre später, wäre die SR-71 immer noch das schnellste Militärflugzeug der Welt. Wie kann das sein und aus welchem Grund verwendet man die Blackbird nicht mehr, obwohl sie immer noch anderen Jets in Flughöhe und Geschwindigkeit überlegen ist? Gehen wir dafür erstmal an den Anfang zurück. Alles begann mit der Lockheed A-12 Oxcart, die ab Ende der 50er entwickelt wurde. Es wurden 13 Maschinen für die CIA gebaut. Sie sollten bemannte Aufklärungsflüge über dem feindlichen Luftraum ausführen, ohne dabei Schaden zu nehmen, weswegen sie einige besondere Eigenschaften erhielten. Zum Beispiel wurden die A-12 zum Großteil aus Titan gefertigt, ein extrem festes, aber dennoch leichtes Material, das außerdem sehr korrosionsbeständig ist. Außerdem wurde darauf geachtet, die Radar-Rückstrahlfläche zu reduzieren, weshalb man den Rumpf nach den Prinzipien der kontinuierlichen Krümmung formte. Das markanteste war aber bereits bei der A-12 die extrem hohe Geschwindigkeit von über Mach 3. Die schnellste damit gemessene Geschwindigkeit betrug 3553 km/h. Mit diesem Aufklärungsflugzeug konnte man extreme Höhen erreichen, die weit über den Möglichkeiten gewöhnlicher Kampfjets liegen. Die maximale Flughöhe war mit 29 Kilometern mehr als 10 Kilometer höher als die der meisten sowjetischen Luftüberlegenheitsjäger, was dazu beitrug, dass man die A-12 noch schwerer entdecken konnte und sie, selbst wenn sie nicht entdeckt wurde, noch unbeschadet aus dem feindlichen Gebiet entkommen konnte. All diese tollen Eigenschaften sind schon ziemlich unglaublich. Sie sind aber auch mit extrem hohen Kosten verbunden. Die ursprüngliche Einschätzung wurde mehrfach übertroffen durch teilweise erwartete, aber auch ein paar unerwartete Entwicklungen. Zum Beispiel wurden höhere Kosten verursacht, weil das verwendete Titan von einer solchen extremen Härte war, dass man extra spezielle Werkzeuge dafür anfertigen musste, um es bearbeiten zu können. Das Projekt hatte auch keinerlei Spielraum für Fehler. Alles musste exakt berechnet werden und jede Änderung hatte Folgen, die wiederum neue Änderungen bei anderen Stellen bedurften. Dieses Flugzeug fertigzustellen war das bis dahin schwierigste Projekt von Lockheed. Die Kosten für ein Flugzeug betrugen am Ende das Doppelte der ursprünglich geplanten 96,9 Millionen US-Dollar. Trotzdem wurden 13 Maschinen gebaut, 12 für den Einsatz und eine fürs Training. Allerdings flogen sie nur ein Jahr lang für die CIA und führten von 1967 bis 1968 gerade mal 29 Einsätze in Vietnam und Korea durch. Es gab einfach zu viel Aufwand bei der Planung, da die A-12 besonders lange Startbahnen benötigte und auch öfters in der Luft mit einem speziellen Kraftstoff betankt werden musste. Das Wichtigste waren aber die Kosten. Denn ein Jahr vor den Einsätzen der A-12 hatte man endlich die weiterentwickelte Version fertiggestellt, die SR-71 Blackbird. Beide Modelle gleichzeitig zu behalten hätte finanziell wenig Sinn ergeben, vor allem weil die neue SR-71 viele Vorzüge hatte. Sie war fast 2 Meter länger, konnte mit 10 Tonnen Gewicht mehr starten und hatte viel mehr Platz für verschiedene Sensoren wie optische Kameras oder Infrarotkameras und konnte gleichzeitig auch noch ein hochauflösendes Radar mit sich führen, während die A-12 nur Platz für eins von diesen Dingen hatte. Im Gegensatz zur A-12 war die SR-71 aber nicht für die CIA, sondern für die US Air Force im Einsatz. Neben der berühmten SR-71 hat man die A-12 übrigens auch noch in eine andere Version weiterentwickelt, und zwar in die YF-12. Die war im Gegensatz zu ihrem Vorgänger und dem Blackbird ein Jagdflugzeug, was aber ebenfalls Mach 3 fähig war. Und dann gab es auch noch die M-21, aber dazu später mehr. Also, hier sind wir nun, 1966. Die SR-71 ist fertig und kann mit Einsätzen beginnen. Dieses Technikwunder kann nun dank der extrem hohen Geschwindigkeit und Flughöhe, gekoppelt mit der Stealth-Technik und den fließenden Konturen, in das feindliche Gebiet eindringen, mit den Sensoren an Bord neue Informationen beschaffen und dann unbeschadet wieder verschwinden. 260.000 Quadratkilometer Erdoberfläche konnten auf diese Weise innerhalb von einer Stunde gescannt werden. Man hatte wirklich an alles gedacht, sogar die gesamte Außenhaut wurde durch eine aktive Flüssigkeitskühlung heruntergekühlt, um die Infrarotstrahlung so niedrig wie möglich zu halten, die bei der Wärmeentwicklung beim Fliegen mit über Mach 3 natürlich erheblich ist.
Die extrem teure Entwicklung hatte sich also gelohnt. Bei 3551 Aufklärungseinsätzen, die mit 32 Maschinen der SR-71 geflogen worden sind, ist nicht ein einziges Flugzeug durch feindlichen Beschuss zerstört worden. In der aktiven Zeit wurden auch diverse Rekorde aufgestellt, die selbst heute, viele Jahrzehnte später, immer noch stehen. Zum Beispiel der 1000-Kilometer-Rekord mit und ohne 1000 Kilogramm Nutzlast. Den hatte lange Zeit über die Rekordversion der MiG-25 gehalten, das Flugzeug der Sowjetunion, das am ehesten noch an die Blackbird rankam, also quasi das Gegenstück. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von Mach 3,2, also 3367,2 km/h über 1000 km, hat die SR-71 den Rekord der MiG-25 um ganze 450 km/h überboten. Tatsächlich haben sowohl die A-12 als auch die SR-71 die sowjetischen Geschwindigkeitsrekorde routinemäßig während ganz normaler Einsätze gebrochen. Die schnellste Überquerung der USA geht ebenfalls an die Blackbird mit lediglich 68 Minuten und 17 Sekunden. Und für die Atlantiküberquerung von New York bis nach London hat dieses Flugzeug nur 1 Stunde und 55 Minuten gebraucht. Wirklich unglaublich. Und in der Zeit ist sogar noch die Luftbetankung enthalten, die für die weite Strecke notwendig war. Ohne liegt die Reichweite nämlich nur bei 4830 Kilometern und bis nach London waren es 5570. Ach ja, und der Höhenrekord von Düsenflugzeugen im Horizontalflug von 25.929 Metern geht natürlich auch auf das Konto der SR-71. Aufgrund der Flughöhe mussten die Piloten dieses Flugzeugs sogar Anzüge tragen, die denen von Astronauten sehr ähnlich waren. All diese Rekorde, erfolgreiche Missionen und keine abgeschossenen Flugzeuge. Wieso also verwendet man die Blackbird heute nicht mehr? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der perfekte Lauf ohne Abschüsse täuscht nämlich ein bisschen. Von den 32 Maschinen sind nämlich 12 abgestürzt. Nicht durch Beschuss, sondern bei Unfällen zwischen 1966 und 1972. Innerhalb von 6 Jahren mehr als ein Drittel dieser extrem teuren Maschinen zu verlieren, ist schon ein schwerer Schlag. Ein Flugzeug ist, während es mit Mach 3,18 eine 35-Grad-Kurve machen wollte, sogar regelrecht um die Piloten herum auseinandergerissen. Dabei ist einer von ihnen leider verstorben, während der andere durch den automatischen Fallschirm und seinen quasi Raumanzug überlebte. Die Unfälle sind aber noch nicht alles. Während die SR-71 jahrelang unantastbar war, gab es zum Ende ihrer Laufbahn langsam stärkere Konkurrenz, zum Beispiel durch neuere Boden-Luft-Raketensysteme und den Nachfolger der MiG-25. Die MiG-31 stellte durch moderne Radarsysteme und R-33 Langstreckenraketen jetzt eine reelle Bedrohung dar. Das Wichtigste, was letztendlich zur Beendigung des Projekts geführt hat, war aber etwas anderes. Und zwar die Notwendigkeit eines strategischen Aufklärungsüberschallflugzeugs. Denn mittlerweile hatten Satelliten diese Aufgabe zum größten Teil übernommen und konnten aus dem Weltall innerhalb kürzester Zeit noch viel mehr von der Erdoberfläche aufzeichnen, als es ein Flugzeug jemals können würde. Man musste sich also die Frage stellen, ob es wirklich noch Sinn macht, die jährlichen Kosten von etwa 260 Millionen Dollar für die Blackbird zu stemmen oder ob man das Projekt einstellt. Und so entschied man sich im Januar 1990 schließlich dafür, die Flotte SR-71 aus dem aktiven Dienst zu nehmen und die verbleibenden Maschinen an Museen zu übergeben. Was sich möglicherweise als Fehler herausstellte. Zumindest haben sich einige Einsatzkommandanten wenige Monate später bereits über die fehlende Aufklärung beschwert, die bei der Vorbereitung von Operation Desert Storm nützlich gewesen wäre. Es gab zwar einige Stimmen für die Wiedereinsetzung der SR-71-Flotte im Kongress, aber die wurden von Präsident Bill Clinton gevetoed. Damit war das Ende der Blackbird besiegelt. Allerdings gibt es mittlerweile Pläne für ein Comeback, und zwar schneller und besser als zuvor, als SR-72. Das Konzept für ein solches unbemanntes Hyperschallflugzeug, das sogar Mach 6 fähig sein soll, also doppelt so schnell wie die SR-71, wird gerade bei Lockheed Martin entwickelt. Ein erster Prototyp kann möglicherweise bis 2023 gebaut werden. Ich bin schon mal gespannt, ob das auch wirklich passiert. In der Zwischenzeit können wir uns aber noch die anderen Weiterentwicklungen der A-12 ansehen. Die YF-12 sollte ein Abfangjäger für die US Air Force werden, der feindliche Bomber bereits vor der Küste aufhalten sollte. Die Kamerabuchten wurden deshalb zu Raketenbuchten umfunktioniert, in die dann drei IM-47 Falcon Luft-Luft-Raketen untergebracht wurden.
Allerdings wurde das Projekt sehr schnell wieder eingestellt. Neben den extrem hohen Kosten wurde auch angezweifelt, ob solch schnelle Abfangjäger überhaupt einen strategischen Nutzen hätten. Da die Sowjetunion keine Bomber besaß, mit denen nicht auch andere Abfangjäger fertig werden würden. Es wurden deshalb nur 3 Prototypen gebaut. Von der anderen Variante, der M21, wurden sogar nur 2 Stück gebaut. Dies war ein Trägerflugzeug für die unbemannte Überschalldrohne D21. Allerdings ging von den 2 Versuchsflugzeugen bereits 1 bei einem Unfall verloren und so wurde auch dieses Programm sehr rasch beendet. So, das war die Geschichte des schnellsten Militärdüsenjets aller Zeiten. Wie findet ihr die SR-71 und glaubt ihr, dass ein solches Aufklärungsflugzeug heute noch Verwendung hätte? Und welche Änderungen müsste man machen, um die Maschine bzw. ihren Nachfolger sinnvoll einsetzen zu können? Schreibt es in die Kommentare und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!